Ja, moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 26 Super Mario 64 auf der Nintendo Switch in der 3D All-Stars Collection. Ja, hier auf meinem Kanal. Wir sind jetzt ja in der Welt seit dem letzten Part hier mit der Frostbeulenfrust. Für alle, die es noch nicht wissen, wie man dorthin gelangt, dank dem Trisomat 3000 wissen wir das ja seit dem letzten Part. Dass wir hier einfach nur auf die Spiegel achten müssen, da oben, beziehungsweise hier in dem Spiegel sieht man jetzt ja das Porträt, beziehungsweise das Wandgemälde. Ja, und da müssen wir hier einfach in diese Wand hineinspringen. Ja, im letzten Part habt ihr das ja schon am Ende gesehen und ja, wir sind jetzt hier und müssen immer noch den Berg erklimmen, beziehungsweise erklimme den Kopf. Ja, da würde ich sagen, weiter geht's auf jeden Fall hier in dem 26. Part auf meinem Kanal. Sehr nice, sehr nice. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, auch schon im letzten Part, ja, auf diese Welt hier. Wir sind ja schon ein bisschen hier rumgelaufen, aber haben den Stern leider nicht mehr bekommen am Ende. Ja, das machen wir auf jeden Fall jetzt hier in diesem Part. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, da es hier immer so windig ist. Also hier ist immer so ein Windzug und ich finde den Gegner hier mit dem Einhorn total nice auf jeden Fall irgendwie. Der hat da was von den Bullies aus der Lava-Lagune irgendwie, finde ich. Ach, Scheigei, geh weg. So, schauen wir erstmal. Ich möchte hier nochmal langlaufen, um den nochmal näher zu betrachten. Obwohl, das schaffen wir gar nicht. Nein! Jetzt bin ich da unten reingefallen. Und das ist anscheinend zu kalt da unten. Und ja, dann springt er automatisch wieder hoch. Ja, der Gegner hier, wie gesagt, mit dem Einhorn. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, schauen wir erstmal. Wir haben hier sogar noch ein Schild. Sehe ich gerade, was wir noch gar nicht gelesen hatten. Wer baden möchte, sollte sich besser in wärmere Gefilde begeben. Denn hier ist es auf jeden Fall zu kalt. Ah, okay, okay. Ja, das haben wir eben gesehen, wo wir da reingefallen sind. Da sind wir automatisch wieder hochgesprungen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht tot gehen. Deswegen muss ich erstmal so ein paar Münzen einsammeln oder so. Nehmen wir mal die rote hier mit, auch wenn das noch nicht die Aufgabe ist. Ja, und schauen erstmal hier oben jetzt weiter. Ja, hier sind wir letztes Mal ja schon lang. Jetzt müssen wir oben zum Berg. Och nö, die Energie. Moment. Machen wir erstmal den Gegner hier platt. So. Jetzt haben wir hier immerhin ein paar Münzen und können die Energie wieder auffüllen. Machen wir den anderen Gegner hier. Obwohl, der ist jetzt im Wasser drin. Dann machen wir den auch noch platt hier in dem Sinne. Sehr nice. Ja, die Welt, wie gesagt, gefällt mir ja schon sehr hier. Das hatte ich ja schon im letzten Part gesagt am Ende. Ja, da ich die vierte Welt damals, den Bibberberg Bob, ja, sehr, sehr gerne gespielt habe. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal, dass wir hier wieder hochkommen. Boah, jetzt werden wir hier ganz nach hinten mitgenommen mit dem Ding. Okay, okay. Nein. Was soll denn das? Och nö. Gar nicht gut. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen hier. Man soll hier ja nicht mit dem Dreisprung irgendwie ja hoch in dem Sinne. Den Berg erklimmen in dem Sinne. Das stand ja auch auf dem Schild. Warum schaffe ich das dann jetzt hier nicht? Am Ende des letzten Parts habe ich das ein bisschen besser hinbekommen. So, schauen wir mal, ob ich jetzt hier mit dem Rückwärtssalto irgendwie mal hochkomme irgendwie. Gar nicht gut. Nein, überhaupt gar nicht gut. Wieso habe ich das letztes Mal dann im letzten Part am Ende so schnell geschafft? Oh, ich habe keine Ahnung. Also den Dreisprung soll man hier am besten ja nicht einsetzen. Man sieht auch schon, wenn man am Boden liegt, dann wird man automatisch mitgerissen hier. Von diesen Schneelawinen. Ja, gar nicht gut. Wieso schaffe ich das auf einmal nicht? Dann machen wir das nochmal jetzt. Wir müssen ja hier hoch, um den Berg zu erklingen. Nein, jetzt habe ich wieder den Dreisprung gerade gehabt. Och nö. Ja, das muss man immer ein bisschen üben. Das kennt man ja allgemein. Ja, von sämtlichen Spielen, auch vor allem bei Mario. Die späteren Levels, die werden da immer schwieriger, ne? So, jetzt möchte ich eigentlich erstmal genau hier hoch. So. Wenn wir das dann jetzt schaffen. Och nö. Das Ding nimmt mich immer wieder mit hier. Mensch, kann doch gar nicht sein. Schauen wir nochmal so. Ich
Ich wollte gerade sagen, schauen wir nochmal so in dem Sinne. So. Jetzt sind wir ja wieder hier. Jetzt können wir auch noch ein bisschen Energie auffüllen. Ja, schauen wir mal, dass wir den Berg hier erklimmen. Ich passe jetzt erstmal ein bisschen auf in dem Sinne. Ja, dass wir hier nicht wieder ganz so runterfallen. Ab und zu nervt das immer noch mit der Kamera. So, hier sind wir letztes Mal auch mit dem Baum hier hochgekommen. Das heißt, das machen wir natürlich wieder so. Bringen wir erstmal hier rüber. So, und da war jetzt der Pinguin. Da waren wir das letzte Mal schon bis hierher. Ja, er aktiviert ja gleich hier genau. Also diesen Windstoß, was aus seinem Maul rauskommt hier bei dem großen, dicken Schneemann. Hey, wer ist da? Wer meint, auf mir rumlaufen zu müssen? Ein Eisfloh oder eine Schneefliege? Egal was es ist, auf jeden Fall stört es mich, aber mein Eisatem wird mich davon befreien. Ja, jetzt aktiviert er auch hier das Eisatem. Und wenn ich jetzt gerade mal schaue, wenn der Pinguin da langläuft, ich glaube, wir müssen neben dem Pinguin langlaufen. Weil jetzt ist kein Wind. Nein! Och, das war jetzt ärgerlich. Jetzt ist der Pinguin ein bisschen zurückgelaufen. Und ja, da müssen wir natürlich schauen. Also man muss auf jeden Fall mit dem Pinguin zusammen irgendwie laufen. Da, ja, da, wie man gesehen hat, der Wind dann, ja, nicht kommt in dem Sinne aus dem Maul. So, schauen wir mal, kommt man eigentlich auch so rüber mit den Gegnern hier, ne? Machen wir mal. Ja, nice. Nein, doch nicht. Da müssen wir doch nochmal hinten rumrennen. Weiß auch gar nicht, wie man hier später diesen Stern hier im Eis bekommen soll. Das wird man wohl später noch irgendwie lösen müssen. Ja, machen wir erstmal die erste Aufgabe. Konzentrieren wir uns darauf. Hier können wir noch die Kanonen aktivieren. Ja, machen wir natürlich alles später irgendwann. So, hier oben drauf waren wir noch gar nicht eigentlich. Obwohl, hier ist auch nicht viel, ne? Können wir jetzt hier so rüberspringen? So, ja, da muss man ja an. Also von der Seite rüber hier. Ja, versuchen wir es natürlich nochmal hier. Aber einen Dreisprung soll man ja nicht machen. Das steht auch auf dem Schild. Das hatten wir im letzten Part am Ende ja noch gelesen. Also immer ein bisschen aufpassen. Och nö, Mario, was soll denn das? Das nervt. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Das dritte Ding erstmal weg hier. So. Müssen immer erst ein bisschen laufen. Obwohl, er packt sich automatisch wieder runter auf den Boden. Obwohl ich gar keinen Dreisprung gemacht habe. Nein, ich sehe gerade die Energie. Also wir verlieren im Wasser auch Energie, weil das hier so kalt ist. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht irgendwie. Ja, dann machen wir das natürlich nochmal. Gehen wieder rein. Und versuchen natürlich den Berg hier weiter zu erklimmen in dem Sinne. Ja, die Frostbeulenfrust. Wie gesagt, die Welt hier, ja, gefällt mir jetzt schon sehr. Ja, das haben die meisten auch schon im letzten Part gesehen und mitbekommen. Ich war sehr, sehr fasziniert, wo ich hier reingejumpt bin in die Welt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass hier noch eine zweite Eiswelt kommt. Was natürlich auch sehr nice ist, ne? Ich glaube, man muss einfach nur stehen bleiben, Buschen. Ja, Tatsache, am besten gar nicht so rennen. Wenn man dann stehen bleibt, dann nicht zu oft springt, dann geht das eigentlich an. Nein! Och man, Mario, was soll denn das? Jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir das hier auch auf Anhieb hinkriegen. Nein! So, der Große ist einmal durch. Am besten jetzt so. Nein! Och Mensch, das ist aber auch irgendwie ist das schwierig gemacht. gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Ja, und hier im Wasser, wie gesagt, da verliert man auch ein bisschen Energie. In der Kamera, da muss man auch immer ein bisschen schauen. So, schweben wir erstmal so hier rüber. Mit dem Gegner hier. So. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ach nein, das kann doch nicht sein. Das ist wirklich eine Übungssache teilweise, ne? Oh, das gefällt mir gar nicht hier, die Ecke. Aber wenn man oben vom Berg runterfällt, muss man ja immer wieder hier die Passage machen. Oh.
Gut, man könnte auch immer so rückwärts springen, die ganze Zeit über. Gut, da hat das jetzt nicht so geklappt, wie ich es gedacht habe eigentlich. Okay. Obwohl, man soll eigentlich keinen Dreisprung machen. Obwohl, eigentlich normalerweise ist das doch schon besser, wenn man hier den Dreisprung macht. Weil, habe ich gerade gemerkt, wenn man jetzt hier so läuft, 1, 2 und 3 macht, dann kommt man ja viel besser oben hoch, ne? Das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Die Stelle gefällt mir irgendwie nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht irgendwie. Ach nö. Das kann doch nicht sein hier. Das ärgert mich gerade total. Ja, man kann schon mit dem Dreisprung. Also ganz normal 1, 2 und dann 3 und dann hoch. Ja, Tatsache. Normalerweise soll man hier den Dreisprung dann nicht so anwenden. Aber der Tipp ist ja irgendwie nicht so gut. Ich bin jetzt beim Dreisprung da hochgekommen. Ja, schauen wir natürlich wieder hier hoch. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig erstmal wieder hier hoch. So, jetzt waren wir total lange da mit den ja, Eisdingern da beschäftigt. Mit den, wie soll man die eigentlich nennen? Schneelawine, würde ich jetzt sagen, oder? Also ich würde sagen, das sind so eine Schneelawinen, wo wir gerade die ganze Zeit waren. So, jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir hier erstmal so schauen. Erstmal schnackt er ja wieder hier, das kennen wir ja schon. So, also der Pinguin läuft dahin, jetzt ist der Sturm da gerade weg gewesen. Das Ärgerliche ist, er geht gleich nochmal einen Schritt zurück, das muss ich kurz mal beobachten. Er bleibt stehen, geht nochmal zurück. Okay, okay, und dann watschelt er ganz langsam da so rüber. Oh, schauen wir mal, schauen wir mal. Also erstmal muss der Pinguin natürlich wieder hierher kommen. Sonst schafft man das ja gar nicht, ne? So, jetzt laufen wir mal mit hier. Am Pinguin. So, jetzt springe ich hier. Ja, nein! Och nö, das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, ich springe da einfach mal rüber. Das war, sah auch so aus, als wenn wir das schaffen. Und, ja, dann ist es doch nichts geworden anscheinend. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. überhaupt gar nicht gut in dem Sinne. Dann werden wir da wieder weggefickt, dann müssen wir doch ganz normal neben dem Pinguin laufen anscheinend. Aber wenn wir rüberhüpfen, wie wir gerade gesehen haben, ohne den Pinguin, dann werden wir weggeblasen. Oh. Ja, hier mache ich jetzt trotzdem den Dreiersprung immer, würde ich sagen. Ja gut, bei der großen Welle ist das ein bisschen ärgerlich immer noch, wenn die kommt, aber ja, alles eine Sache der Übung. Übung macht ja bekanntlich den Meister, ne? Ja, so kommen wir auf jeden Fall schneller hoch hier. Sehr nice. Oh. Ja, da muss man natürlich immer erst den Berg wieder hoch hier. So. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber mit der Kamera, da muss ich mich, manchmal ist es wirklich immer noch ein bisschen ärgerlich, obwohl ich das Spiel jetzt schon so lange spiele hier auf der Switch. Kann das trotzdem ab und zu mit der Kamera noch nerven. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt sind wir wieder hier. So, der Pinguin kommt. Das heißt, wir laufen jetzt hier. Schauen wir mal. Geht das ja erstmal so und wieder ein Stück zurück, genau. So, jetzt müssen wir mitlaufen. Mein Gott. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Mit dem Pinguin. Und man soll ja irgendwie da oben, irgendwo auf der Stern. Ja, da oben ist der Stern. Da sehe ich ihn schon. Am besten mit dem Rückwärtssaldo irgendwie hoch, würde ich sagen. Erstmal hier rauf. Da muss man natürlich aufpassen, weil hier auch einiges ein bisschen rutschig ist. Und wenn die Kamera ich nicht ständig hier verstellen würde, wäre das viel, viel nicer. Ja, und schon haben wir hier so gesehen den ersten Stern. Ja, in der Frostbeulen-Frustwelt. Erklimme den Kopf. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich finde die Welt hier, wie gesagt, jetzt schon sehr nice. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Spiele mit Bad Bully. Ah, okay, der heißt Bad Bully.
Der mit dem Einhorn, die in der Labalagune, die hießen ja hier, der hieß ja Big Bully. Und das hier ist der Bad Bully, okay. Auch nice. Der Bad Bully. Ja, der sieht irgendwie cool aus. Ich finde ihn sogar cooler als die in der Labalagune. So, was soll man machen? Ganz normal mit ihm spielen. Oh mein Gott. Nein. Och nö. Ich denke mal, wir müssen ihn ganz normal hier runterkicken. Bully. Bad Bully. Der schlechte Bully hier. Der ganz schlechte Junge hier. Wir haben ihn. Ja, nice. Das war schon der Stern. Okay. Ja, dann haben wir den schon. Sehr nice. Das heißt, Bad Bully ist somit Geschichte hier. In dem Sinne. Ja, sehr nice. Da gehen wir natürlich wieder rein in die Welt und haben sogar schon zwei in dieser Welt. Wir haben jetzt, du hast 70 Power-Sterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Ja, das haben wir ja schon gesehen in den letzten Parts. Mit 70 Sternen kommen wir jetzt eigentlich zum finalen Duell. Ja, mit König Bowser. Das machen wir aber noch nicht. Ja, wir machen natürlich erst die ganzen Welten. Das heißt, das Geheimnis werden wir noch nicht lüften. Das werden wir am Ende des Let's Plays natürlich machen. Ja, weiter geht's hier jetzt mit Wage dich ins Eis. Okay. Wie wage dich ins Eis? Ah, wir könnten natürlich auch schon die roten Münzen machen. Aber wo, wie, was? Wage dich ins Eis. Meine ich vielleicht hier hinten, an der Stelle, wo man ja eigentlich nicht schwimmen kann. Was war das denn gerade? Bin in der Luft abgeprallt. Auch nice. Mann, der Sturm, der nervt hier auch andauernd. So, wage dich ins Eis. Dann schauen wir mal. Hier ist Eis. Kann man da stampfen? Also hier kann man auf jeden Fall stampfen. Nur hier meinen die bestimmt irgendwie, ne? Wage dich ins Eis. Ja, toll. Nein! Bad Bully, geh weg! Mann! Nicht, dass wir jetzt sterben. Ja, super. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Münzen. Obwohl, nein! Die Münze war natürlich ein versteckter Frosch oder was das sein soll. Gar nicht gut. Ah, dann gehen wir natürlich wieder rein. Ja, und versuchen das natürlich weiter. So, noch einmal. Wage dich ins Eis hier. So. Ja, das Eis ist ja, oh, hier ist auch Eis. In dem Sinne, ne? Meinen die vielleicht das hier? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber das müsste man ja irgendwie später kaputt kriegen. Obwohl doch, hier kann man rein. An der Ecke hier. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist doch das hier gemeint. Jetzt kommen wir nur auf der Seite wieder raus hier. Ah, aber hier kommt man hoch. Ah, ich sehe gerade. Wir können hier, glaube ich, mit einem Wandsprung hochspringen. Tatsache. Ah, Moment, Moment. Ich denke mal, der Stern ist gemeint. Dann müssen wir da nochmal rein. Schauen wir mal. Oh, das ist ein bisschen rätselhaft gemacht. Also auf jeden Fall kann man da so hochspringen. Ich glaube, wir dürfen aber nicht so weit springen in dem Sinne. Schauen wir nochmal. Wenn ich das denn hinkriege. Ja, jetzt hängen wir oben hier und hier ist, glaube ich, der Stern. Ja, nice. Wenn das denn der Stern war, aber ich denke mal, das war der. Ja, wage dich ins Eis. Sehr nice. Dann haben wir hier schon den dritten. Oh, das ist natürlich sehr nice. Gehe zum Eissee haben wir jetzt als viertes hier. Oh, ja, schauen wir mal. Gehe zum Eissee. Der Eissee ist ja da hinten. Haben wir jetzt noch drei Sterne in der Welt? Okay. So, der Eissee, das ist ja, denke ich mal, hier der hier gemeint. Denke ich mir mal. Ja, super. Oder der auf der anderen Seite, wo diese Schneelawine runterkommt. Schauen wir da nochmal. Oh. Gehe zum Eissee. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ob wir das dann hier schaffen. So.
Würde sagen, ja, wir gehen hier mal hin. Hier ist ja auch ein See. Hier kann man auf jeden Fall auch auf den Gegner nochmal drauf flattern, hier in dem Sinne. Was haben wir denn hier? Geh mal kurz. Was war das denn gerade? Ich wollte hüpfen und da ist irgendwie hängen geblieben da. Oh. So, schauen wir erstmal. Was haben wir hier denn noch? Eigentlich nichts. Gehe zum Eissee. Oh. Ist auch wieder so rätselhaft hier. Aber was soll hier denn sein? Also hier ist auf jeden Fall ein See. Das sieht man ja. Oh, ich habe keine Ahnung. Und schauen wir hier nochmal auf dieser Seite hier. Obwohl, wenn man da oben mal hinschaut, dann gehen noch so eine Münze runter. Was haben wir, wenn wir dann... Können wir hier hoch? Schauen wir mal. Nö, irgendwie anscheinend nicht. Da rutscht man automatisch wieder runter. Oh. Ja, da kommt man auf jeden Fall nicht hoch. Gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Im Wasser verlieren wir wieder Energie. Nein! So, ich sehe gerade, da sind noch so eine Münzen. Moment, jetzt muss ich da erstmal hinschauen können. Schauen wir mal mit der Nahansicht. Müssen wir da irgendwie runterrutschen an der Ecke da? Ich habe keine Ahnung. Man kann die natürlich mal einsammeln. Schauen wir mal. Schauen wir mal, in dem Sinne. Gehen wir erstmal wieder hier hoch. So, hier ist ja die Ecke. Ach, hier auf der anderen Seite, da ist irgendwas. Okay. Ja, dann müssen wir doch noch ein bisschen höher hier. Schauen wir mal. Aber da ist ja nicht das mit dem See gemeint eigentlich. Gut, wir haben noch den Eissee und ich sehe gerade da hinten sind rote Münzen oben. Wenn man jetzt da hinten rechts mal schaut, da oben auf dem Schnee ist auch eine rote Münze. Okay. Also kommt man irgendwie da oben auch noch hin. So, schauen wir erstmal hier wieder. Ja, hier können wir irgendwie da unten drauf. Moment. Schauen wir erstmal, dass wir hier ja nicht ganz so runterfallen, sondern da gleich runtergehen in dem Sinne. Da müssen wir nur runterspringen hier noch. Wenn die Kamera mich manchmal so nerven würde. Ich springe jetzt einfach da mal hin. Ich glaube, wir haben das geschafft. Nee, das ist ja die Ecke hier. Das ist ja gar nicht gut. Da ist irgendwas. Auf der anderen Seite, okay. So, irgendwas ist da auf jeden Fall. Dann schauen wir da nochmal. Also ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder hier hoch. Oh, sehr mysteriös. Irgend so eine Schneekugel befindet sich da auf der anderen Seite. Oder so ein Schneeberg oder was das sein soll. Ja, dann müssen wir, glaube ich, erst mit dem Pinguin hier wieder zusammenlaufen. Nein. Na okay, dann müssen wir halt nochmal da hoch. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Wir haben wenig Energie nur noch. Oh, was könnte das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Oder es ist ein weiterer anderer Stern. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. So, Papa oder Mama Pinguin hier wieder am Start hier. Da laufen wir natürlich mit dem Pinguin erstmal. Ah. Nein, das kann doch nicht sein. Wieso das denn? Ja, das war ja gar nicht gut. Die Mütze nehmen wir natürlich gleich wieder mit hier. Ja, gar nicht gut. Oh. Ja, das war jetzt auch wieder ein Scherz, oder? Da müssen wir halt wieder mit voller Energie einmal rein. Wir haben das letzte Leben gerade verloren, okay. Ja, jumpen wir natürlich wieder rein. Aber eigentlich sollen wir zum Eissee. Und dann waren da noch da oben so roten Münzen oben weiter. Da hinten auf dem Berg, ne? Wie kommt man da denn hin? Schauen wir mal. Das muss ich hier erstmal ein bisschen gucken. Also auf jeden Fall kommt man da ja, irgendwie muss man da ja hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Oder muss man mit den Gegnern da irgendwie drauf, da oben? Schauen wir erstmal hier mit dem, also hier mit dem hier.
Beim Gegner, schauen wir mal. Nee, das ist zu niedrig. Oh. Wie soll man da oben dann hochkommen? Der Gegner hier, der nervt auch immer, ne? So, und hier wäre ja auch noch ein See. Wie kann man denn da die roten Münzen einsammeln? Keine Ahnung. Ah, das wird doch noch ein bisschen rätselhafter hier, als ich dachte. Nehmen wir erstmal hier ein Leben mit. Wie kommt man da oben hoch? Das ist die Frage. Also hier mit dem Bäumchen. Ach nee, da hinten sehe ich gerade. Da kommt man auch irgendwie hoch. Da ist auch eine rote Münze. Okay, okay. Schauen wir mal darüber. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Ah nein, die Energie schon wieder. Stimmt, man verliert ja Energie hier im Wasser. Oh, gar nicht gut. Aber ich glaube, man muss da irgendwie mit den Gegnern, also beziehungsweise auf die Gegner raufspringen und dann da hoch. Das würde klappen. Hey, jetzt ist hier schon wieder so gerade so eine Wand gewesen. Was war das denn? Eine unsichtbare Wand irgendwie. Das war ja sehr seltsam. Ja, so kommen wir hier auf jeden Fall nicht hoch. Nein! Die Energie, oh Gott. Also irgendwie kommen wir da auf jeden Fall hoch. Ja, das war jetzt wieder nicht gut. Gar nicht gut in dem Sinne. Oh. Oh. So, gehen wir nochmal ganz schnell rein. Ich versuche nochmal ganz schnell, ja, oben zu diesem Schneeberg oder was das da war. Da können wir natürlich auch nochmal versuchen hinzukommen. Auf jeden Fall kommt man irgendwie da hinten rüber. Oder wir versuchen das mal hier von der Seite. Indem wir hier auf irgendeins dieser Gegner raufspringen. Ey. Mann, das klappt auch nicht immer. vor allem wegen der Kamera. Da muss man sich auch immer erst ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man jetzt hier an der Ecke da hochspringen würde. Wäre natürlich auch ein Versuch wert, aber. Na, lassen wir das erstmal, würde ich jetzt sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Frage ist natürlich, welcher See gemeint ist. Aber ich denke mal, der See hier hinten ist gemeint, weil man da irgendwie hochspringen kann. Oh nein. So, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Machen wir das Bild hier mal ein bisschen weiter weg. Wenn er jetzt hier raufkommen würde, der eine Gegner hier. So, genau, im Wasser kann man da nicht sich hochdrehen. Aber wenn er jetzt hier so ist, nein. Wollt auf ihn raufspringen, Mensch. So, schauen wir noch mal, schauen wir noch mal. Ja, sehr nice. Okay. Hier haben wir noch zwei Ausrufezeichen. Hier haben wir sogar einen Stern. Nice. Und hier wäre dann, so kann man dann auch die roten Münzen einsammeln, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr nice. Und ein Schild haben wir hier natürlich auch noch. Nimm mal erstmal den Stern ein, da kann man natürlich immer noch hin. Ja, sehr nice. Schauen wir mal, welcher das ist. Das müsste ja der sein, ne? Ja, gehe zum Eissee. Das war sogar der Stern. Sehr cool. Ja, dann würde ich auch schon sagen, im nächsten Part, ja, geht das hier natürlich weiter an dieser Stelle. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Daumen hoch in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr nichts verpasst auf dem Kanal. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.